Willkommen zu Brand Damage, mein Name ist Chris, das hier sind die Musik-News. Heute geht es unter anderem um Fahrenurlaub und seine Aussagen bei dem Podcast, um Freiwild sogar. Es geht heute ein bisschen um Freiwild und ja, auch um einen gewissen Virus und Absagen. Los geht's. Aber davor noch in eigene Sache. Erstens, Sonntag, diesen Sonntag 19 Uhr, kleiner Livestream, so ein bisschen talken, was dieses Jahr auf diesem Channel passieren wird. Und wir haben vergangenen Freitag eine neue Single veröffentlicht. Diese heißt Rockstar. Da oben könnt ihr zum Video gelangen und unten sind auch hoffentlich die Links zu Spotify. Das hat zeitlich bis Freitag nicht geklappt. Heute sind die hoffentlich da. Wenn nicht, wenn ihr vielleicht später schaut irgendwann. Und wir kommen natürlich zur Community-Umfrage der letzten Woche. Da habe ich euch gefragt, wer von euch ist denn bei Rock im Park? Und von allen Leuten, die geantwortet haben, sind 18 Leute bei Rock im Park. Nicht, weil es 18% sind. Das ist interessant. Können wir vielleicht was sich überlegen. Zur Community-Umfrage diese Woche kommen wir dann zu einem späteren Punkt. Die Band Genesis geht auf Tour. Und zwar leider nur durch die UK. Also ich bin mir zu dem momentanen Zeitpunkt zwar sicher, dass vielleicht noch ein, zwei Deutschland-Konzerte kommen könnten. Momentan ist da allerdings noch nichts bekannt, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen eben doch interessant, wenn einfach eine Riesenband wie Genesis auf Tour geht, ist vielleicht auch für den einen oder anderen die UK interessant. Der gute Casper hat angefangen, an neuer Musik zu arbeiten. Das lässt sich einem Instagram-Post von Casper entnehmen, in dem wir ihn sehen, wie er am Schreiben ist. Und die Bildunterschrift, Locked In, neue Musik ist in Arbeit. Beim Schmutzki-Konzert letzte Woche in Köln gab es einen absolut brainlastigen Dude, der gedacht hat, hey, ich muss mich jetzt mal mit einem Feuerlöscher austoben. Vollidiot. Dabei wurden leider nach aktuellem Stand 5 Leute verletzt. Ein Video zu dieser ganzen Situation, also zu dem Vorfall, gibt es da unten in der Videobeschreibung. Schmutzki sagten dazu Folgendes auf Instagram. Muss raussuchen. Danke für euer ruhiges und professionelles Verhalten gestern Abend nach der saudoofen Aktion mit dem Feuerlöscher. Geht gar nicht. Danke an die Kantine in Köln und an die Supercrew dort. Dank derer nach unserem Kenntnisstand niemand zu größerem Schaden kam. Wir waren heute Morgen nochmals vor Ort und sind nun auf der Heimreise nach Stuttgart. Stuttgart. Die Band Black Whale Brides hatte ja vor kurzem einen kleinen Musikerwechsel bandintern. Und zwar der Bassist Ashley Purdy, der nach 10 Jahren die Band verlassen hat. Nachdem die Band bekannt gegeben hatte, dass das eine einvernehmliche Entscheidung gewesen wäre, hat Purdy nun in einem Interview gesagt, von dieser Entscheidung wusste er bis zu dem Zeitpunkt gar nichts, also dass er die Band verlassen muss. Und ja, das hat ihn mehr oder weniger überrascht. Und auch interessant hier, 50% der Markenrechte von Black Whale Brides liegen immer noch bei Ashley Purdy. Die anderen 50% bei Frontmann Andy Biersack. Also wird es hier bestimmt noch die ein oder andere Streiterei geben können, die wahrscheinlich auch vermutlich vor Gericht enden könnte. Aber wen es interessiert, den halte ich natürlich auf dem Laufenden. Die Band Freiwild hat einen Song veröffentlicht namens Corona Weltuntergang. Und Leute, ich sag jetzt meine ganz ehrliche Meinung dazu, ich finde den Song nicht schlecht. Ich finde den Text saustark, ich finde das Instrumental saustark. Ich persönlich kann halt mit der Stimme nicht so anfangen. Die Stimme, das ist einfach nicht meins, mir gefällt die Stimme nicht, aber der Text ist wirklich verdammt gut. Der Song an sich ist gut. So, Community-Umfrage. Jetzt mal ganz unabhängig davon, was ihr von der Band Freiwild haltet. Wie findet ihr diesen Song? Der ist unten in der Videobeschreibung, den könnt ihr euch anhören. Da oben mal abstimmen. Finde ich geil? Finde ich scheiße? Unabhängig davon, wer jetzt dieses Lied geschrieben hat. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde den Song gut, aber ich kann ihn mir eben aufgrund von den Vocals nicht wirklich genussvoll anhören, weil ich kann mir die Vocals einfach nicht geben, okay? Sorry, ist halt einfach so, aber der Song selber ist gut. Meine Meinung. Durch den eindeutig schlimmsten Virus, den die Menschheitsgeschichte jemals erleben musste und ertragen musste, und natürlich werde ich hier gerade nicht übertreiben, weil es mit Abstand das Schlimmste ist, was der Menschheitsgeschichte je passieren könnte, Schweinegrippe und spanische Grippe geht zur Seite, Corona ist auf dem Weg. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall wurden hier aufgrund von diesem Virus wieder ein paar Veranstaltungen verschoben bzw. abgesagt. Zu der Liste der bereits verschobenen und abgesagten zählt sich jetzt noch neu dazu das Knotfest in Japan, das Ultra Music Festival in Miami, Tomorrowland Winter und SXSW in Austin, Texas. Auch die Veranstalter vom Full Force Festival haben sich hier auf Facebook zu Wort gemeldet und haben gesagt, nach momentanem Stand gibt es keine Pläne, das Festival abzusagen,
Sollte es aber irgendwie doch zu einer Notstandssituation in Deutschland kommen und sie sind gezwungen, die Festivals abzusagen, beziehungsweise jetzt speziell Full Force eben, dann werden die Käufer ihren Ticketpreis zurückerstattet bekommen. Starke Nummer auf jeden Fall. Und wichtig, ja, sowas sollte man machen. Image und so. Der gute Fahren Urlaub war letzte Woche bei dem It's All About Podcast zu Gast und hat da ein bisschen gelabert mit den Leuten. Und es ist wirklich ein nur absolut empfehlenswerter Podcast. Es ist mega interessant, es ist mega funny. Da werden einfach mega nice Stories erzählt. Ich werde jetzt mal die wichtigsten Inhalte kurz zusammenfassen oder die interessantesten meiner Meinung nach. Aber wirklich, wenn ihr noch nicht gehört habt, absolute Empfehlung, da unten reinhören. Absolute Empfehlung. Unter anderem redet Farin zum Beispiel darüber den kompletten Entstehungsprozess von einem Album, also wie sie sich treffen, sich gegenseitig die Demos vorspielen, wie er eben eher alleine an Demos arbeitet, Bela und Rod allerdings viel zusammenarbeiten, ist mega interessant. Zum aktuellen Album gibt es natürlich auch ein paar Informationen und so ist angeblich das Album momentan noch nicht fertig. Sie sind momentan wohl noch am Arbeiten des Albums, aber man muss auch hier ganz ehrlich sagen, Mastern und Presswerk dauert jetzt nicht ewig. Also das ist wahrscheinlich eine Sache von einem Monat, bis das dann ausgeliefert werden kann. Und Farin sagt auch in dem Interview, sie wollen nicht den gleichen Fehler machen wie beim letzten Album. Und hier wollen sie sich überhaupt keinen Druck machen. Das heißt im Klartext, wenn die Band jetzt sagt, hey, wir sind momentan noch nicht zufrieden, es könnte theoretisch sein, dass sie auch ohne Album touren könnten. Einfach weil sie sich absolut keinen Druck machen wollen und das ist meiner Meinung nach die absolut richtige Einstellung und da kann nur was Gutes rauskommen. Das ist so dieses Feeling von, das neue Ärzte-Album wird langsam real. Das ist unglaublich geil. Außerdem haben sie wohl für das neue kommende Album wirklich massig Songs dabei. Auch sehr interessant. Er sagt in dem Interview, dass er mit diesem absolut kranken Ticketansturm von der In The Air Tonight Tour nicht gerechnet hat. Überhaupt nicht. Er dachte so, ja, vielleicht bis zum Weihnachtsgeschäft wird's ausverkauft sein. Okay. Krass, aber ja gut. Farin ist jetzt nicht so der Mensch, der so krass im Internet unterwegs ist, beziehungsweise Social Media und wahrscheinlich auch nicht in Foren großartig unterwegs sein soll. Er wird nicht wissen, was für ein Hype darauf besteht. Er geht auch so ein bisschen auf das Thema Personalisierung der Tickets drauf ein. Er geht auch drauf ein, wie sie zu dem Tournamen gekommen sind. Und was eine ultra funny Anekdote ist, die Designentstehung vom Jazz ist anders Album wird da auch so kurz angesprochen. Also im Großen und Ganzen, schaut euch diesen Podcast an. Da unten verlinkt, schaut ihn euch nicht an, hört ihn euch an, weil man kann ihn, glaube ich, nicht anschauen. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Also man kann ihn auf jeden Fall anhören, hört ihn euch an. Und, meine Freunde, schaltet am Mittwoch wieder ein, denn da bewerten wir alle Ärzte-Songs und kommen jetzt zum Buchstaben G? G, wir kommen, glaube ich, zum Buchstaben G. Und natürlich kommt auch am Freitag wieder ein Video, also gerne einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren und auf dem Weg zur 3000... irgendwas, keine Ahnung. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schalte wieder ein.